Hallo und herzlich willkommen zurück zu 9.5 Street Brotherhood. Im letzten Part haben wir ja für Leonardo bzw. einen weiteren Auftrag von Leonardo erledigt, wo man allerdings ein bisschen über die Zukunft gespoilert wurde, wodurch ich jetzt nicht weiß, ob ich die wirklich noch weitermachen sollte. Bin ich mir gerade unsicher. Ist sonst noch irgendwas? Ja, wir hatten noch die Rüstung von Romulus. Ja, glaube ich, schon fast alle gedeckt haben. Ein Versteck, zwei Verstecke, drei Verstecke, vier Verstecke. Bin ich mir gerade auch nicht ganz sicher, ob wir da nicht schon alle aufgedeckt haben. Dem würde ich das eigentlich gerne in Angriff nehmen. Hatten wir schon mal die beste Rüstung im Spiel und ich glaube, die Story geht ja auch nicht mehr so lange. Von dem her würde das sogar relativ gut passen. Jetzt müsste ich hier irgendwo. Was nehmen wir da hin? Ich glaube, es war da irgendwo in der Nähe. Müsste eins von dem Stecken sein. Hier ist direkt eins von den Verstecken. Ah, stimmt, ja, da war ja das Versteck. Stimmt, bei dem wollte ich eigentlich nachschauen, wie es nochmal ging. Dass man da hinkommt. Da man da ja keinen richtigen Zugang hat. Na, verlassen will ja auch nichts bringen. Hier könnte ich versuchen, mich anzuhalten. Oder auch nicht. Sah nur so aus, könnte man sich da anhalten. Okay. Das, da können wir hier nichts machen. Ich gerade wirklich nicht mehr weiß, wie das ging bei dem. Irgendwas übersehe ich schon wieder. Ja, das ist ganz toll. Springe ich wieder in eine ganz falsche Richtung. Hier hoch wieder. Klettsteuerung mag mich mal wieder heute ganz gut. Auch gerne. Wie gesagt, da habe ich halt. Hat keine Ahnung. Vielleicht haben wir hier noch irgendwo einen Untergrundzugang. Vielleicht übersehe ich es ja einfach. Kann natürlich auch sein. Es ist halt genau unter den Zelten hier.
Wie gesagt, kann durchaus möglich sein, dass ich hier einfach irgendwas schmiede übersehe. Irgendwas Essentielles, was ich nicht mitkriege gerade. Okay, ich weiß, was wir hier machen müssen. Wir müssen die Brücke hier quasi fertigstellen. Oder wie hieß das jetzt nochmal? Mensch, jetzt habe ich es wieder vergessen. Wir müssen hier eindeutig komplett renovieren. Ich weiß gerade gar nicht, haben wir dafür genügend Geld? Das war, glaube ich, nicht so teuer. Oder? Ah, 2000 geht eigentlich. Das Vergnügen ist nehmen wir das Aquädukt von der Angriff. Ich hoffe, da haben wir genügend Geld dafür. Und wenn es jetzt nur so 10 Teile sind, habe ich genügend Geld. Oh. Oder es sind auch nur 2 Teile? Wenn man nicht alles setzt. Muss ich den Bordschutzturm erst erledigen? Ich fürchte, ohne offizielle Genehmigung. Ja, ja, kriegst du gleich deine offizielle Genehmigung. Das könnte unser. Halte die! Verdammt! Ich. Aha. Erledigt. Kann ich ja den Turm in Brand setzen. Zum Glück, dass wir in der Zwischenzeit den Sprungklettern wieder haben. Bringt uns hier gerade noch nicht so viel. Ich bin am Ende. Ah, nee. Ah, meine Rekruten wurde getötet. Das ist jetzt nicht so toll. Gleich mal schauen, wen es getroffen hat. Hoffentlich einen von denen, die nicht so hoch vom Level waren. Oder sind. Gleich eventuell prüfen.
schauen, wen hat es getroffen. Es hat einen von meinen höheren Rekruten getroffen. Das ist blöd. Sehr blöd. Okay, ja. Muss ich einfach schauen, dass ich da nicht noch mehr verliere. So, da habe ich noch einen Auftrag, der relativ einfach ist. Da ebenfalls. So, schicken wir die wieder. So, und dadurch, dass ich die meisten halt nach Rom geschickt habe, sind die natürlich trotzdem auf Abruf da. Also, zumindest die, die sowieso schon in Rom sind. Okay, das heißt, wir können das Aquädukt hier auch weiter reparieren. Na, und wir haben es gerade bemerkt, beziehungsweise gesehen, das Versteck ist zugänglich. D'accordo, arrivederci. Aber irgendwie. Merkwürdig, dass der Aquädukt hier scheinbar schon vollständig repariert wurde. Egal. Einfach nicht drüber nachdenken, wo das Wasser herkommt, sondern einfach weiter fließen lassen. Die Architektur so anlege, dass mit dem das Aquädukt ist hier auch zu Ende. Ja. Okay. Stimmt, wir müssten ja noch auf der anderen Seite das Aquädukt reparieren, damit wir da zum Cluster können. Hier irgendwo eine Schnellreise. Sieht gerade nicht so gut aus. Obwohl da vorne haben wir einen Tunnel. Muss ich nur schnell renovieren. Schauen. Komme ich da irgendwo auf die andere Seite? Und dann. Okay, da habe ich noch keine Schnellreise hin. Aber ich kann hier hinten hin. Es fehlen eh nur noch 4 Tunnel, dann hätten wir die auch vollständig. Holen wir mal das Pferd. So, da vorne ist noch ein Teil vom Aquädukt, das repariert gehört.
irgendwo fehlt es, glaube ich, noch. Dann werden Sie gleich sehen, wie viel wir schon operiert haben. Kommt bitte wieder. 5 von 8 beschädigten Aquäduktteilen. Heißt, 3 müssten hier noch repariert werden. Mal schauen, das ist ja hier, glaube ich, schon wieder zu Ende, oder? Ne, ist noch nicht zu Ende. Da vorne haben wir noch ein zerstörtes Teil. Lass mich mit dir sprechen. Danke. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. So, mal ganz kurz auf die Karte schauen. Okay. Aquädukt läuft hier nach oben. Und dann und hier haben wir noch was vom Borgia-Gebiet frei. Das zählt. Okay, hier oben, das zählt nicht zu dem Borgia-Gebiet. Ich glaube, das letzte Teil geht dann nach hier unten wieder. Ja, auch egal. So, Datenbank. Manns geheime Orte, nee. Orte sortieren nach Subjekt 16. Aquädukt. Markierung setzen. Da müssten wir ja schon hin gelangen. Ich hoffe, ich sehe es von hier. Nee, das sehe ich von hier nicht, natürlich. Dann müssen wir uns das Aquädukt von oben ansehen. Auch egal. Ja, nur noch mal dazu unseren Aufstiegspunkt gehen. Beziehungsweise zu unserer Leiter. So, normalerweise sollte man es ja leuchten sehen. Da haben wir es. Ich wusste auch, dass der Cluster irgendwo hier in der Nähe ist. So, mal schauen.